Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ich bin der Edi und wir machen als allererstes mal hier noch mal ein bisschen Feuer. Was habe ich eigentlich noch? Okay, mit diesem hier ist die Erfolgschance nur bei 60%. Bei den Pappstreichhölzern da, Karton. Und bei den Holzstreichhölzern liegt sie bei 65%. Und mit der Lupe haben wir hier drin keine Chance. Ist klar, aber draußen vielleicht. Und hier bei 75% mit dem Feuerstahl. Eigentlich interessant. Ich versuch's mal. Zunder. Es bleibt gleich. Also hier mit dem Stöckchen ist die Erfolgschance deutlich höher. Wir machen also mal mit dem Stöckchen Feuer. Und auf geht's. Warum unsere Lupe allerdings nur bei 73% liegt, wundert mich ein bisschen. Ist die aus Kunststoff? Ist die schon so verkratzt? Also der Zustand der Lupe. Auf geht's. 8 Minuten gibt es Feuer. Das Stöckchen. Ziemlich gut, jawohl. Dann hauen wir mal Brennstoff da dazu. Und hauen mal das Reh drauf. Ich könnte auch noch. Hier einen halben Liter mal schmelzen. Wow. Wir hauen mal einen Stock da drauf. Das müsste reichen, um den halben Liter zu kochen. Sieh. So. Okay. Hab ich einen Moment, ich habe doch die Axt wollte ich gucken, die hat, ah ja gut, 94% hat die. Da will ich mal nicht meckern. Da hat die Lupe, die hat 73%. Interessant. Wir haben nichts Großes zum Feuer machen dabei, aber es ist nicht so tragisch. Ich nehme mal kurz den Kanister. Ich würde gerne meine Lampe, die ich wo habe, hier. Wo sehe ich denn? Wie voll die ist? Vorhin hatte die doch. Ich wollte sagen, die hat nur 0,3 Liter gehabt. Ich habe die nämlich. Wo ist denn der Kanister? Ist der jetzt. Ah, da. Ablegen. Den stellen wir wieder daher. Wie war denn das mit dem Brecheisen? Habe ich nicht für irgendwas ein Brecheisen gebraucht? Leute, ich weiß einfach nichts mehr. Das ist echt schlimm. Ich bin müde, ich habe ein bisschen Appetit. Ist jetzt nicht so tragisch, aber. Warum nicht? Nur 5 Stunden Tageslicht übrig. Ich will mal ein bisschen spazieren gehen.
Ups. Okay, hier war ich das letzte Mal. Ich war hier das letzte Mal. Wo bitte ist denn? Ich sehe nichts. Es ist sehr neblig. Und ich habe nicht. Ah doch, ich habe ein Brecheisen am Mann. Ich könnte die Pfeile eigentlich. Soll ich die noch schnell in den Keller bringen? Ich brauche die ja momentan nicht. Weil ich ja gar keinen Bogen habe. Ich bin hier ziemlich planlos, weil ich nicht weiß, wofür ich was wann brauche. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich brauche auf jeden Fall die Pfeile nicht. Die lege ich mal hierher und ich wollte eigentlich die Rehhaut. Die Rehhaut wollte ich eigentlich von oben nach unten schaffen, dass wir die hier haben. Und was ich noch ablegen könnte, hoffe ich, ist die Eisensäge. Packe ich mal hier oben hin. Ich sehe hier nichts, was wir hier Pfeil schafft. Aha. Da müssen wir mal Licht machen irgendwann. Wir verdrücken uns jetzt mal. Ich würde gerne mal irgendwie in die Richtung gehen, aus der ich ursprünglich mal gekommen bin. Ich weiß nicht mehr so genau, wo ich gekommen bin, aber da war doch so ein See. War da nicht auch eine Fischerhütte drauf oder was? Sollen wir mal einen Fisch fangen oder irgendwie so? Warte, ich bin hier. Ich glaube, da dahinter ist doch dieser Fluss. Und ich bin da irgendwo von da hinten gekommen, bin darüber. Gehen wir mal in die Richtung, was soll's. Wir werden sehen, wo wir rauskommen. Müde hab ich. Ich kann also, während ich ins Menü schaue, nicht laufen. Sollen wir. Naja, eigentlich brauchen wir nicht über die Brücke. Was sagt er? Ich nehme ein paar von diesen Stöckchen wieder mit. Da unten haben wir. Ah ne, den muss ich zerprügeln. Da habe ich keine Lust jetzt dazu. Kamerad. Gehen wir unter der Brücke durch und ich glaube, das Ding war irgendwo auf der anderen Seite, so da drüben, so die Richtung. Aber ich weiß nicht so genau. Wir gehen mal hier hoch. Schauen mal nach. Kann ich mir das überhaupt merken, wo ich da? Lackpollinge.
Räder hinten. Oh, schau her, da ist eine Hütte. Aber was ist das für eine Hütte? Waren wir da schon mal? Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Oh. Ja, wir waren hier noch nicht. Das nehme ich mit. Ach, guck mal hier. Das lasse ich hier alles. Denn wenn es mal stürmt, könnte das durchaus von Nutzen sein, wenn wir hier ein bisschen Zuflucht finden und Feuer machen können mit sauberem Tannenholz. Weil momentan befinden wir uns ja nicht in einer riesen Notsituation. Ich könnte mal ein Reh schießen. Anstatt ein Bär. Obwohl so ein Bärenfell natürlich schon cool wäre. Ja, ja, müde ist er, der Kamerad. Ach. Jetzt ist hier noch so ein Fluss. Tut mir das gut, wenn ich hier Scheibenkleister. Komm, ich gehe. Ich gehe hier außen rum. Ich traue dem Spiel nicht über den Weg, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal hier entlang. Und wir gehen sowieso hier drüben hoch. Oder? Der Häschen. Ich könnte natürlich mit dem Gewehr auf das Häschen schießen. Wir haben irgendwo, habe ich eine Falle aufgestellt. Ich weiß nicht mehr wo. Alter Schwede, hier geht es ganz schön hoch. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht täusche. Aber ich bilde mir ein, das müsste irgendwo. Kann natürlich auch sein, dass man ganz woanders rauskommen ist, aber ja wurscht. Denn was soll's? Ich meine, ich habe hier noch lange nicht alles gesehen, sehr wahrscheinlich auf der Karte. Und vorher will ich auch nicht. Also einen Großteil wollen wir schon angeschaut haben. Ist doch schick hier. Guck mal. Ist da eine Höhle? Im Felsen? Ach. Ach nö. Ist ja nice. Schick. Und drum Holz. Wo nehme ich es mal mit? Geht's hier irgend. Nee. Ihr seht es wahrscheinlich noch weniger wie ich. Wieder mal. Also hier ist nichts. Keine Leiche, kein gar nichts. Kein Bärenpuh. Schöne Musik da wieder im Hintergrund. Kaum ausgesprochen, schon hört sie auf. Da hinten ist ein Wolf. Also hier unter dem Ding hier könnte man auch. Ein schickes Feuer machen, aber da können wir natürlich auch in die Höhle gehen dazu.
falls es mal sein müsste. Da kreisen, da hinten kreisen Krähen. Krähen, kreisen, kreise. Warum ist das so? Leiche? Ich würde ganz gerne, ich weiß nicht warum, ich würde ganz gerne einfach mal so spaßhalber. Den Brocken hier rüber rumlatschen. Kann man da irgendwie hoch? Frag mich nicht, warum ich da rumlaufe. Ist irgendeiner gelaufen vor uns? Ist ja interessant. Wo wollten der hin? Zwei Stunden Tageslicht haben wir noch übrig. Schön hier. Ich bin zufrieden, es ist auch überhaupt nicht stürmisch. Wir schauen jetzt mal zu diesen Krähen. Da liegt einer. Da ist einer verstorben. Beim Picknick hier. Nichts für uns. Aber auch der ist angeknabbert worden. Ich nehme das, ich schleppe das mal mit. Ich bin müde. Und ich weiß nicht. Die Bank kann ich zerprügeln. Das spare ich mir mal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe Angst, dass ich... Also ich nehme an, dass hier das Ende der Welt ist. Ich wollte gerade sagen, ich habe Angst, dass ich in den Schneesturm komme. Und dass das auf einen Schlag sehr ungemütlich wird hier. Hier ist eine Straße. Ich bin doch ursprünglich von der Straße gekommen, oder? Ich glaube ich... Nee, da war... Die Straße, die ich jetzt meine, da war glaube ich kein Schnee drauf. Da war, die war teilweise eisfrei. Mist. Wir haben nicht mehr sehr viel... Tageslicht übrig. Ich schaue noch mal schnell hier hoch. Notfalls müssen wir zu der Höhle runter, müssen da übernachten. Das ist glaube ich auch neu, dass die Bäume hier einen auf Breakdance machen. Jedenfalls ist mir das vorher noch nicht so aufgefallen, oder ich habe noch nicht so
drauf geachtet. Hier ist... Ach nee, guck mal hier. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hier ist eine Hütte. Ah, das, ist das der See? Den ich meinte. Ja, das kann sein. Schau her. Das Ding können wir wieder zerlegen. Dramatisch, hochdramatisch. Warte, hier mache ich mal schnell. Hier ist ja so eine schöne Bank, Parkbank. Und auch die, wir nutzen die für ein Foto. Die Boote sind eingefroren. Teich der Gedanken. Ich hab's vermutet, dass der hier einen auf alter Mann macht. So Leute, Teich der Gedanken. Türe. Ofen. Loch im Boden. Warum ist es denn hier drinnen so hell? Schick. Durchsucht. Da haben wir... Ja, schon her, da haben wir Angelschnur drin. Die ist leer. Das ist auch leer. Wir haben Zeitungspapier. Wir haben was zu futtern. Ich bin zufrieden. Wir machen hier eine Folgenpause. Ich schlage hier mein Lager auf. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und ja. Teich der Gedanken. Darüber sollten wir mal nachdenken. Mal in uns gehen. Nee, sorry. Entschuldigung. Aber danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Eddie.